Noch ein Posten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Könnte im richtigen Moment nützlich sein. Ich bin ausgeflogen. Ich brauche Unterstützung! Oh. Zurück da! Sollte die Schaltkreise überladen. Ich hab sie verloren. Denken wir diese. Wozu die gut sind. Da bist du ja. Ich nehme sie erstmal an mich. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Posten macht keinen Ärger mehr. Das muss das Dorf sein, von dem der Tenak-Soldat sprach. Ich sollte mich mal umsehen, rausfinden, was sie vorhaben. Das Lager ist abgeriegelt. Die mögen wohl keine Besucher. Vielleicht führt noch ein Weg hinein. Irgendwann brauche ich die. geschafft. Ich muss den Anführer hier finden und klären. Sieht aus, als trainierten die Rebellen hier ihre Truppen. Was zu berichten? Ich renne auf einen Kampf. Hoffentlich hält es weiter. Oder hier als auf Maschinen. Ich frage mich, ob ich meinen alten Trupp je wiedersehe. Also gut. Nachtgefangene. Irgendein Zeichen von Hekarros Lakaien? Wie sieht's aus? Hey! Weil sie noch der Anführer hier irgendwo ist. Ich sehe mich da drüben mal um. Ich habe nichts gesehen. Weil sie noch der Anführer hier irgendwo ist. Hierher! vida. An alle Ingenieure und Agenten. Findet die Nora, die unsere Anlagen lahmlegt. Und wer sie nochmal Retterin oder Streiterin vor mir nennt, dem schlage ich den Kehlkopf ein. Ashera, wir brauchen dich. Ruhe bewahren, ich bin gleich da. Spürt sie auf und tötet sie. Und dann bringt ihren Fokus zu mir. Würde Silence nicht gefallen, wenn ich all diese Daten bekäme. Da habt ihr's. Silence hat mit den Söhnen des Prometheus zu tun. Eine Karte. Wenn ich das richtig sehe, führen alle Straßen in den Dschungel durch dieses Dorf. So wie es hier aussieht, ist dieser Ort wichtig für die Tiefland-Clan-Anhänger. Aber die Rebellen scheinen ihn nicht zu mögen. Diesen Ort einzunehmen ist eine gute Strategie der Rebellen. Aber ich glaube, es steckt mehr dahinter. Dieses Dorf hat eine besondere Bedeutung für den Stamm. Regalla meinte es wohl als Botschaft, als sie den Truppen die Einnahme befahl. Oh, das klingt nach Ärger. Ich sehe lieber nach, was los ist. Ich helfe ihm besser. Haare so rot wie Feuer. Ich wusste, meine Augen täuschen mich nicht. Du bist Aloy, Hekarros Streiterin. Ich bin Gatar, Anführerin des Fuchstrupps für den Tiefland-Clan. Dein Trupp war ziemlich beeindruckend. Tiefländer wissen, wie man das Überraschungsmoment nutzt. Mein Trupp schneidet diesem Lager schon länger die Versorgungsrouten ab. Aber wir wussten, nur durch einen Angriff auf die Tore könnten wir das Dorf zurückerobern. Aber dass Hekarros Streiterin uns hilft, hatte ich nicht erwartet. Aber wir sollten dir danken. Marschstieg ist ein heiliger Ort für meinen Clan. Hier trainieren wir für die Prüfungen, die uns zu richtigen Soldaten werden lassen. Und hier erhalten wir unser Zeichen, wenn wir sie bestehen. Hier wurde Hekarro selbst zum Soldaten. Diesen Ort einzunehmen war also eine Machtdemonstration von Regalla. Eine fehlgeschlagene, dank dir. Wir lassen den Ort wieder aufblühen und schützen ihn vor allen Rebellen der Gegend. Das klingt, als kämt ihr jetzt allein zurecht. Ich gehe dann mal. Vielleicht sieht man sich mal wieder.